Ein gigantischer Diamant hängt 280 Meter hoch über dem Grund der Daschbal-Schlucht im Süden Georgiens. Er ist das Zentrum einer 240 Meter langen, frisch eingeweihten Glasbrücke. Das Überqueren der Brücke überfordert eine gute Portion Mut. Ein echter Magnet für adrenalinaffine Touristen und Reiseprofis. Das wird ein Ort, der perfekt ist für Instagram. Er wird überall im Netz zu sehen sein. Ich fühle mich wirklich geehrt, als erste Reisebloggerin hier zu sein. Der Adrenalinrausch endet aber nicht mit Selfies, während man die Brücke zu Fuß überquert. Die Attraktion am Daschbasch soll vom wachsenden Tourismus in Georgien profitieren. Die Schlucht kann man auch mit dem Fahrrad an einer Seilrutsche überqueren. Es ist gleichzeitig erstaunlich und verrückt. Es ist robust, es kippt nicht, man spürt das Fahrrad, man spürt die Sicherheitsgurte, man spürt alles. Und wenn man hinunterschaut, ist es unbeschreiblich. 2019 wurde der Bau von einer georgisch-israelischen Investmentgruppe begonnen. 39 Millionen Dollar hat es gekostet, die riesige Glasbrosche in die atemberaubende Landschaft zu setzen.